Ja, da sind wir auch schon wieder. Ist nicht lange her, seitdem das letzte Infovideo rausgehauen wurde. Und da kommt der Typ gleich wieder mit einem Infovideo an. Ja, und zwar möchte ich euch ein wenig auf die Stand, auf den Stand der Dinge vorbereiten. Denn in den letzten paar Tagen, ja, gab es bei mir so eine kleine Motivationssache, ne? Und es gab viel zu denken, nachzudenken. Und ja, die erste Sache war halt dann natürlich, ja, wie machst du denn jetzt weiter mit Minecraft? Ja, machst du es überhaupt weiter? Ich hatte ja dann gesagt, komm, ich mache alleine weiter. Und ja, ich muss jetzt sagen, dass ich alle Minecraft-Fans unter uns hier, die meine Videos geguckt haben, enttäuschen muss, denn Minecraft werde ich wahrscheinlich auf Dingens, auf unbestimmte Zeit pausieren, denn ja, wie schon gesagt, also da fehlt mir momentan wirklich der Reiz. Und ich kann auch nicht versprechen, ob ich das nochmal wieder aufnehmen sollte und dann irgendwie irgendwann mal weitermachen sollte. Und ja, es tut mir auf jeden Fall leid für die Leute, die die Minecraft-Parts gerne geguckt haben. Und ja, also vielleicht wird's was, vielleicht nicht. Da mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ja, dann ist es auch gleichzeitig so, dass ich Red Faction abbrechen werde, denn momentan läuft da nichts. Geplant war ja eigentlich noch Red Faction Armageddon zu machen, also im Prinzip der Nachfolger von Guerilla. Nur ich will den zweiten Teil nicht, also diesen Nachfolger nicht spielen, bevor ich den ersten durchgespielt habe, und damit ist das auch erstmal auf Eis gelegt. Ich weiß nicht, vielleicht sollte es ja durch irgendeinen Zufall irgendwann wieder funktionieren, dass ich Red Faction wieder aufnehmen kann, aber ich glaube eher nicht, und deswegen kann ich da überhaupt gar nichts versprechen. Wirklich überhaupt gar nichts. Und ja, das wäre der zweite Punkt. Also im Prinzip sind jetzt momentan zwei Spiele draußen. Momentan habe ich ja nur noch Brutal Legend dann, ne? Und ja, da kommt dann auch gleich schon eine etwas erfreulichere Nachricht nach dem zwei schlechten oder doofen Punkten. Und zwar ist es nämlich so, dass ich meinen Upload-Plan jetzt etwas überarbeitet habe. Und ja, also es wird wie folgt jetzt auch momentan dreimal die Woche Brutal Legend rauskommen. Ja, das ist keine Frage. Also das ist ein klasse Spiel und das macht mir wirklich auch noch viel Spaß. Und ja, da darf ich auch gleich bekannt machen, dass ich demnächst Deus Ex Human Revolution Let's Playen werde. So als Ersatz für Red Faction und Minecraft. Neben Brutal Legend dann halt. Also es wird dann erstmal vorerst so sein, dass ich nur zwei Projekte haben werde. Und ja, ist natürlich so, dass ich trotzdem Wünsche von den Let's Plays annehme. Ja, ich würde auch gerne irgendwas Let's Playen, was ihr halt wollt. Jetzt nicht gerade Minecraft, ja, das brauche ich jetzt dann wirklich nicht als Vorschlag. Aber alles andere, ich bin für wirklich alles offen. Und ja, ich würde mich überhaupt mal freuen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, kannst du sowas machen wie Far Cry 3 oder GTA? Far Cry 3 würde ich super gerne machen. Habe ich allerdings schon durchgezockt, das nicht vor nicht allzu langer Zeit. Und solche Spiele will ich nun mal wirklich blind zocken. Und da tut es mir wirklich leid. Und ja, deswegen hoffe ich, dass ich mit Deus Ex Human Revolution vielleicht so ein klein bisschen euer Geschmack treffe. Ich meine, da ist auch viel Story dahinter, und mich würde ich es extrem freuen, wenn ihr mich durch dieses Let's Play begleiten würdet. Und ja, also haltet da die Ohren steif,
Und ich denke mal, es wird dann so am Dienstag vielleicht schon losgehen, vielleicht auch schon morgen, je nachdem, wie ich es schaffe, wie ich es nicht schaffe. Ja. Das war's eigentlich im Prinzip zu dem Upload-Plan, zu den Kommentaren, also diese Kommentarfaulheit und so weiter. Da habe ich schon in einem anderen Video was besprochen, das wisst ihr ja. Und ja, darauf sollte man eigentlich nicht weiter eingehen. Freut mich, dass ihr, wenn überhaupt, bis zu dieser Stelle zugehört habt. Und ja, euch noch einen schönen Abend, denn wir haben hier gerade 20:42 Uhr. Bis dann, haut rein, euer Lonely Pixels.